Hi, Tulsa. Ich würde dich gern richtig kennenlernen. Das sagst du seit letzten Sommer. Und? Kannst du doch? Nein, ich kann wegen meiner Krankheit hier nicht weg. Das glaube ich dir nicht. Niemand weiß, dass es mich gibt. Ich wurde von Wissenschaftlern aufgezogen. Lasst uns den Jungen nach Hause holen. Das ist zu riskant. Stell dir vor, ich komme zu dir. Cool. Wie geht es dir? Ich will auch dort draußen sein. Wir brauchen noch mehr Untersuchungen. Ihr schickt mich zurück auf den Mars. Er ist weggelaufen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Das überlebt er sonst nicht. Was ist es, was Sie auf der Erde am schönsten finden? Regen. Das ist so cool. Weißt du, warum er weggelaufen ist? Er ist auf der Suche nach einem Mädchen. Au! Du hast auf keine meiner Nachrichten reagiert. Ich hatte doch gesagt, dass ich zu dir unterwegs bin. 7 Monate lang? Meine Mutter war eine Astronautin. Ich wurde auf dem Mars geboren. Ich bin unterwegs mit einer irren Person. Was ist das? Das ist mein Pferd. Wohin fahren wir? Du wolltest doch die Welt sehen. Du musst sofort zurückkommen, Gartner! Nein, das ist mein Leben. Spring rein, wir heben gleich an! Du weißt, wie man das Ding fliegt, oder? Nein! Du bist das schönste Mädchen, das mir je begegnet ist. Das kannst du doch nicht einfach so sagen. Warum denn nicht? Sein Herz hält unsere Atmosphäre nicht aus. Ihm läuft die Zeit davon. Ich hatte solche Angst, nicht zu wissen, wie man ein Mensch ist. Du machst mich zu einem Menschen, Tulsa. Was ist das, was du auf der Erde am schönsten findest? Das bist du, Gardner.